Ja, Welt 5, da sind wir auch schon. Jetzt wird's wolkig. Mit Aussicht nicht auf Fleischbällchen, nein auf Lakitus. Nämlich mit Feuer und Eis. Ah, diese Welt werde ich hassen, wegen bestimmten Gegnern. Zu Recht. Nicht nur die Lakitus, nein, es gibt auch noch andere Gegner hier, die etwas lästig werden könnten. Oh, scheiße, ich brauche Lakitus. Nee, da brauche ich auch nicht. Okay. Nein! Ja, hier blitzt es auch gerade ein bisschen Lakitu. Du musst das hier nicht extra jetzt in diesem Spiel auch nur nachmachen. Davon war nicht die Rede. So, eine Treppe. So eine Mini-Treppe zumindest. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer für das Gewitter hier gerade verantwortlich ist. Lakitu ist draußen unterwegs bei mir. Und wirft mit Feuerbällen nach mir. Okay, jetzt ist gut. So. Immer müsst ihr mir mein Baby klauen. Beziehungsweise dafür sorgen, dass ich es verliere. Dabei gebe ich mir Mühe, Baby Mario immer so schön zu sitten. Und das ist dann der Dank dafür. Wenn ihr mir hier in den Weg steht. So, was gibt's hier? Schon wieder ein Schlüssel. Gibt's schon wieder ein Minispiel? Sieht wahrscheinlich danach aus. Na, no, nichts Verstecktes hier. Dafür aber zwei von diesen Mistviechern. Toll. Was ein Timing. So, Nummer 1 ist weg. Nein, was? Achso, ja, der hat auch drei Treffer. Guten Morgen. Scheiße. Da habe ich echt für eine Sekunde gedacht, ich hätte ihn schon. Dafür habe ich jetzt ein Geheimnis aufgedeckt. War also auch nicht schlecht, mal daneben zu schießen. Also wenn ihr mich fragt, das sieht da links wirklich schon ein bisschen aus, als wäre da was. Wenn ich jetzt hier rüber fliege. Nee. Hätte sich angeboten, da irgendwas zu verstecken. Aber das Spiel denkt sich, nee, nicht mit mir hier. Steinparty. Ich glaube, da unten will ich nicht unbedingt lang. Da wartet bestimmt nur der Freitod auf mich. Auch wenn man da auch gut was verstecken könnte. Aber in dem Fall glaube ich ja weniger. Vor allem, wenn die Münzen extra so darauf symbolisieren, da musst du rüber. Dann wird das nichts. Ah ja, da sind sie. Ah, und hier ist sogar direkt schon das Minispiel. Ballonduell. Och nö. Oh, falsch rum. Jetzt haben wir es. Er kann es auch nicht. Er ist also auch nicht perfekt. Ich hoffe, dass er bei ihm zerplatzt. Der ist jetzt aber auch deutlich flotter. Bei Edwin. Yes. Zwei Leben. Und jetzt ist der Schnee weg. Ach doch, da kommt er wieder. Ich hatte schon Angst. Oh, ah. Das einzige Gute, die können mich wenigstens nicht treffen, aber die schubsen einen gut.
Seht ihr? Jetzt darf ich wieder nach oben klettern. Die Blume kommt mit. Mehr gibt's hier nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass da unten ein Abgrund ist. Aber zumindest habe ich die Blume mitnehmen können. Hier gibt es eine Tür, wo es weitergeht. Dann gehe ich erstmal da hinten in die Röhre. Na, geht doch. Geht ein bisschen Kopfschmerzen, Yoshi, aber du hast es immerhin geschafft, dich durchzuzwängen. Was willst du mir jetzt sagen? Triff diese Fragezeichenwölkchen mit einem Ei und verwandle dich in Heli, Yoshi. Ein guter Pilot kann hier 5 rote Münzen finden. Ich habe aber keinen Pilotenschein gemacht. Und nu? Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück. 5 Stück. Das war schon mal die erste. 2, 3, 4, 5. Okay, aber hier oben gibt es auch noch eine Menge Münzen. Die nehmen wir auch einfach mal mit. Na, meine Zeit ist abgelaufen. Gut, somit ist der Spaß mit Heli Yoshi schon vorbei. Aber das Wichtigste haben wir, die 5 roten Münzen. Gut. Bisher 9 rote Münzen und 2 Blumen. Dann haben wir noch ein bisschen vor uns. Und ich darf einige Sachen eineisen. Da freue ich mich doch. Weil ich will mich rächen an diesen Gegnern hier da. Die gehen mir so sehr auf den Sack. Na Mensch, vor allem die hier. Die kann ich sogar auch mit Eis plätten. Moment. Gut, da ist nichts. Nee, ich mache erst mal den Sternkreis. Ist dann doch etwas gesünder. ...30 Sterne haben wir schon mal. Dann darf ich jetzt nur nicht irgendwie mehr böse getroffen werden. Okay, Eiszapfen, die mich auch treffen können. Ach, toll. Die muss ich jetzt sogar abschießen. Uiuiui. Das war knapp. So. Diesmal machst du mir keine Probleme. Ich habe nämlich eine Eismelone. Und du nicht. Sind schon ein paar kleine fiese Stellen hier jetzt dabei. Aber wenn man sich zu wehren weiß, dann ist auch das kein Problem. So, wir haben es geschafft. Freiheit. Au, au, au. Bei dem muss ich schnell sein. Okay, auf den kann ich nicht drauf springen. Dann gib mir mal Ei, dann geht's. Und da habe ich mein Leben. Länger werde ich mich jetzt mit denen auch nicht abgeben. Nochmal Sterne. Auch wieder knapp. Na? Kriegst du noch mal einen Mini-Kaktus? Vor dieser Blume habe ich natürlich wieder ein bisschen Angst. Und vor Lakitu. Der muss auch wieder sein Unwesen hier treiben.
Na komm, Lakitu. Du hast genug geblitzt, Dingst. So, jetzt habe ich dir dein Spielzeug weggenommen. Es tut mir leid. Das war auch wieder knapp. Aber ich habe schon gesagt, dass es jetzt deutlich häufiger der Fall sein wird, dass dieser Mistflygeist hier kommt. Ja, nach oben. Da will ich gerne hin. Aber es sagt sich so leicht. Na, die Wolke ist dann auch weg. Scheiße. Ich brauche auf jeden Fall wahrscheinlich Lakitu dafür. Oder kann ich die einfach... Nee. Ich sehe ja gerade aber noch was anderes. Achso, das ist jetzt dieser Münzkreis gewesen. Na, komm mal her. Versuchen wir es mal. Na. Lakitu, lass den Scheiß. Okay, jetzt aber. Yes. Danke, Lakitu. Du warst so hilfreich. Danke für nichts. Scheiß Koopa-Panzer. Aber zwei rote Münzen geht es noch zu finden. Oh, böse, böse, böse Blume. Ich sehe gerade etwas. Na, komm doch mal rüber. Wofür brauche ich diesen Pfeil? Ah, gut. Frage beantwortet. Da drüben ist die letzte rote Münze. Ja. Ich hab sie alle. Gut, haben wir das schon mal geschafft, Leute. Welt 5 läuft schon mal besser. Und Bonus. Hundert Punkte für uns. Und wieder Roulette. Ich mag das Minispiel nicht. Ich setz wieder alles. Deswegen schauen wir, was rauskommt. Hoffentlich was Gutes. Wir haben leider nur Plus. Und kriegen nix. Mann, es verändert sich wieder nix. Das heißt, das war auch wieder für die Katz. So verdoppeln oder verdreifachen wäre schon geil. Aber so viel Glück habe ich halt nicht. Oh ja, Gondeln. Wir können Gondeln fahren. Der Berg ruft. Ist wahrscheinlich auch eine sehr starke Anspielung an ein besagtes Lied sogar. Aber es passt ja wirklich sehr gut. Wer kennt das Lied überhaupt? Das ist ein richtig altes Lied. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oh ja, diesen Schneeball brauche ich, ne? Leider kann ich hier keinen Schneemann bauen. Das wäre auch ziemlich cool. Wenn man das hier machen dürfte. Aber nee, dieses Feature gibt's hier leider nicht. Ich kann nur einen gewaltigen Schneeball draus machen und das muss reichen. Ah, Sternkreis. Sehr schön. Ah. Okay, wo ist das Geheimnis? Achso, die Blöcke sind jetzt da. Wollte gerade sagen. Nein. Der Boden ist weg. Die Münzen auch. Scheiße. Ja, mit denen kann ich leider diese Wolken nicht treffen.
Das Eis aber irgendwie auf seltsame Art und Weise wieder zurück. Kann ich das nochmal machen? Nee? Na, Lakitu. Das war gerade schon sehr gemein. Na toll. Gut, versuche ich es von der Gondel aus. Na! Die Sterne habe ich gekriegt, aber die gehen mir gerade auf wie auf Flöten. Lakitu, du hast hier einen beschissenen Punkt an der Stelle ausgesucht, dort aufzukreuzen. Ohne Frage. Ah! Nein, nicht schon wieder. Nochmal das Ganze. Jetzt geht's nach oben. Jetzt hol ich mir das Ei wieder. Na toll, das geht's. Doch wieder nicht. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert. So, wollte gerade sagen, kriege ich noch eine Gondel? Hier hätte man auch gut was verstecken können. Aber hier gibt es einfach mal nichts. Halt! Aber die Sterne kriege ich. Gut, dann würde ich sagen, schnell. Nur drei? Das ist ein bisschen wenig. Oh Gott. Wenn man Angst vor Lakitu hat, ne? Aber das Wichtigste habe ich. Jetzt komme ich nur da oben nicht dran, weil keine Gondel jetzt vorbeikommen will. Ah, da ist sie. Das war wieder knapp. Beinahe hätte er mich richtig erwischt. Okay, sind auch wieder nur Sterne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... Okay. War ein sicherer Boden. Gut. 10 Münzen, 2 Blumen. Kommt jetzt der spaßige Teil des Levels? Oder kommt das erst später? Ich glaube, das gibt es in diesem Level gar nicht. No. Dafür gibt es hier einen sehr starken Schneefall. Auch nicht gerade etwas, was ich haben will. Und skifahrende Schneemänner. Ja, sowas gibt es alltäglich. Hat doch bestimmt jeder schon mal gesehen. Schon wieder? Da geht's rein. Hier sind ein bisschen viele Scheigeis eingefroren. Meint ihr nicht? Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Achso, hier kann ich Münzen rausholen. Ja, bei dem Eis ist das ein bisschen schwierig. Okay, einen Versuch habe ich noch. So, jetzt aber. Räum ab, Mario. Gut, immerhin ein bisschen was gekriegt. Nette Bonusrunde. Und wieder ab durch den Schnee. Oh ja, Schneemänner, ihr seid auch böse. Weil wenn ihr einen falsch umschießt, dann war es das. Ah, Mensch, diesen Block brauche ich.
So, jetzt nur irgendwie draufkommen. Genau. Nochmal ein Sternkreis. Hier wird man schon wieder damit zugeschmissen. Hier kann man sich wenigstens aber schön zurücklehnen. Das finde ich ganz cool. Hallo Schneemann. Wir fahren jetzt ganz gechillt mit der Gondel Richtung Ziel. Und holen noch ein paar Leben ab, weil die uns entgegenkommen. Da ist eine Blume, die muss mit. Sehr schön. Jetzt hab ich sie gekriegt, yeah. Okay, das hätte schief laufen können. Sowas sollte es öfter geben, solche Entspannungslevel. Das Einzige, was mir hier wirklich nur noch Probleme machen kann, sind diese Viecher. Oder ich fliege einfach mal scheiße. In etwa so. Schneemann, ich muss einmal nach oben. Nein, okay, scheiße. Der wird also nicht als Gegnerobjekt gezählt. Gut. Jetzt wirst du dran glauben müssen. Oder auch nicht. Doch, klappt. Und ab ins Ziel, Gondeln. Das ist auch schon cool. Oh. Es gibt mal wieder keinen Bonus. Aber 100 Punkte.